direkt an Ihren Vorschlag anknüpfen. Es ist tatsächlich so, dass hier Forschungsbedarf besteht. Diesen Forschungsbedarf haben wir in den letzten 4 Jahren wiederholt im Forschungsministerium und im Landwirtschaftsministerium angemeldet. Der Professor, der dort die ersten Ergebnisse geliefert hat, beklagt sich seit Jahren, auch wieder in einem aktuellen Interview, dass ihm, nachdem die Ergebnisse, die er zunächst hatte, nicht in das Konzept der Agrarindustrie passten, der Geldhahn zugedreht worden ist. Und deshalb finde ich es besonders erfreulich, dass der Geldhahn jetzt vielleicht auf ist. Und wir würden ausdrücklich darum bitten, dass genau dieses Projekt von Professor Katz in Jena zum Thema Bienen hierbei berücksichtigt wird. Dankeschön. Das bedarf jetzt keiner Antwort vom Publikum, vom Podium. Wir möchten einen gemeinschaftlichen Forschungsauftrag oder Aufträge formulieren, so hat sich auch Herr Weiger ausgedrückt, mit dem Hinweis, dass wir auch gemeinsam oder weiter forschen sollten bezüglich der Imker. Jetzt wird es natürlich ein Problem. Ich weiß natürlich, per se war ich immer der Auffassung, dass die Bienen eben nur im Freilandversuch erforscht werden können, ihr Verhalten. Wenn das anders ist, habe ich auch heute wieder viel gelernt, da sehe ich ein Kopfnicken. Also ich darf Sie bitten, uns auch die entsprechenden Forschungen, ich glaube, es war in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen, dass Sie uns das rüberbringen. Das nehmen wir selbstverständlich gerne auf. Das habe ich auch mit dem Ministerpräsidenten bereits besprochen.